dann machen wir mal unsere drei Jobs an der Feuchtklippe. Da liegt ein Gummi. Das ist das beste Item, das man in so einem Dungeon einmal mal finden kann. Das ist super. Vor allem jetzt kann ich sie auch brauchen, weil jetzt benutze ich sie alle. So. Gleich die Treppe. Zielebene erreicht. Tabelixier, großer Apfel. Pokémon können mir hier schon nichts mehr tun. Ein Lebensula hilft dir auch nichts. Hier Schlafsamen und... Ach, das ist der rosa Gummi, den ich finden musste. Nein, ich möchte den dann schon nicht verlassen. Eigentlich schade. Hätte ich... Den würde ich gern behalten. So, dann haben wir hier das Tangela. Schauen wir mal. Ist der schon mal paralysiert? Und besiegt. Nein, ich möchte den Dungeon immer noch nicht verlassen. Wir nehmen hier einfach mal weiter Items mit. Hier gibt's nichts. Oh, was ist denn hier für eine Schalellos-Ansammlung? Das Schalellos will ins Team aufgenommen werden. Ja klar, darfst du. Nein, ich möchte, dass du... Du kriegst keinen Spitznamen. Habe ich nämlich jetzt nichts damit geplant. So. Destiny erreicht Level 11. Wie niedlich, das Chalet, das ist Level 4. Was, ich habe das erste Mal einen Heilsamen gefunden jetzt gerade. So. Bei dem Schalellos würde ich allerdings gerne mal den Lehmsuder ausmachen. Und den Härtner machst du bitte auch mal aus. Zielebene erreicht und genau jetzt spawnen wir bei der Treppe. Typisch. Und Schalellos erreicht Level 5. Zwei Gegner besiegt und schon hat der ein Level Up. Wie sie sich alle hinten anstellen, um verprügelt zu werden. Ah, Plagiat-Item. Das ist eine Siedelbeere, nicht wahr? Moment mal, das ist gar kein N, das ist ein M. Das ist das Plagiat-Item Siemelbeere. Solltest dir immer genau die Beschreibung des Items ansehen, um sicherzustellen, dass du auch das Richtige und kein Plagiat-Item hast. Yep. Da haben wir Lunastein gefunden, den retten wir doch dann auch gleich. So, das waren alle drei Jobs, jetzt können wir den Dungeon verlassen. Und wir haben ein neues Teammitglied. Vielen Dank für das Item Rosa Gummi. 150. Da hätte ich lieber... Oh, okay, das ist ein guter Tausch. Wenn du mir dafür ein anderes Gummi gibst, dann ist das alles vollkommen okay. Ein Top-Elixier und 20 Erkunder-Rangpunkte. Gibt Besseres. Ein Heilsamen und kriegen wir noch was?
Ein Royalgummi. Sehr schön. Und ein Spezialband. Üblicher Text brauche ich nicht wieder vorlesen. Aber den lese ich immer wieder gern. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Es macht einfach Spaß, ins Mikro zu brüllen. So. Übliches Morgenprozedere. Hey, ihr zwei! Ah, wir haben wieder Wachdienst. Tut mir leid, aber ich habe heute etwas anderes zu erledigen. Bitte übernehmt heute wieder meinen Wachdienst. Tschüss. In Ordnung, es geht los! Das mit dem Wachdienst habt ihr schon mal gemacht, oder? Ihr wisst also, was zu tun ist. Ja, ja, kein Problem. Rast mal nicht immer so aus, Krakelo. So, bitte gib mir diesmal ein paar etwas leichtere Pokémon, die man am Fußabdruck auch halbwegs erkennen kann. Da würde ich ja fast sagen, dass das Bisasam ist, aber ich warte mal auf den Tipp. Yep. So. Ja, das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Jask. Von denen, die das da sind. Das kann nur Porygon sein. Vibrava oder Taubsi, aber ich weiß es jetzt echt nicht, welcher von den beiden. Okay, dann war es doch Taubsi. Okay. Hätte jetzt aber echt auf beide treffen können. Das ist mit ziemlicher Sicherheit Lucario, aber ich war trotzdem nochmal auf den... Ah, okay, dann ist es doch Vulpix. Okay. Gut, dass ich den Tipp abgewartet habe. Ich sehe so selten die Pfote von einem Vulpix. Ich würde fast vermuten, dass das Ponita ist, so hufförmig wie das ist. Ja. Bei Feuerpferd-Pokémon kann es nur noch Ponita sein. Okay. Diesmal zumindest 6 von 6, das passt. Das heißt, ich krieg diesmal eine fette Belohnung. Bisherigen Highscore geschlagen, das ist doch sehr schön. Was kriegen wir denn? 400 Poke, einen Persivschal, ein Belebersam, das ist sehr schön, und ein Top-Elixier. Ja, so schnell kann ein Arbeitstag wieder vorübergehen. Oh ja. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Es geht aber trotzdem irgendwann auf die Stimmbänder, wenn man das die ganze Zeit machen muss. Alles herhören. Ich habe eine Neuigkeit zu melden, bevor wir unsere Arbeit beginnen. Lasst mich unseren neuen Verbündeten vorstellen. Verbündete? Gibt es wieder neue Lehrlinge? Donnerwetter, was das wohl für Pokémon sind? Hey, hören bitte. Was mieft ihr so?
Es stinkt nach vergammelten Käse. Jawohl, ja, was das für ein übler Gestank ist. Na, sieh mal einer an. Die sind das? Diese drei sind unsere neuen Partner. Ich bin Smogon. Super ist mein Name, es freut mich sehr. Und ich bin der Anführer von Team Totenkopf. Ich bin Skundank. Merkt euch das. Vor allem ihr zwei. Ihr kennt euch bereits. Das erleichtert einiges. Diese drei fangen hier nicht als Lehrlinge an. Sie werden uns zur Expedition mitkommen, um uns zu unterstützen. Was? Wieso bist du so schockiert? Plaudergei, das hat nichts zu bedeuten. Dieses Pokémon überreagiert bei jeder Kleinigkeit. Also gut. Wie auch immer, der Gildenmeister hat seine Entscheidung getroffen. Er hat entschieden, dass wir stärker sind, wenn wir dieses Trio uns auf der Expedition begleitet. Allerdings wäre es unmöglich, die Teamarbeit zu koordinieren, wenn wir sofort mit der Zusammenarbeit beginnen. Deshalb haben wir beschlossen, dass die drei einige Tage bei uns wohnen werden. Es wird zwar nur für eine Weile sein, aber ich bitte euch, alle unsere Gäste freundlich zu empfangen. Merkt Plaudergei nicht, dass die Sache stinkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Igitt, wie hält der Gildenmeister das aus? Ich hoffe, die Expedition ist bald vorbei, jawohl, ja. Nun gut, Pokémon, machen wir uns an die Arbeit. Hurra. Was war denn das? Wo bleibt euer Enthusiasmus? Das soll wohl ein Scherz sein. Die Sache stinkt. Wie sollen wir da gut gelaunt sein, wenn... Was? Lu. Nein! Der Gildenmeister! Seine Wut baut sich auf! Es wird entsetzlich sein, wenn der Gildenmeister mitwirkt. Ihr alle kommt schon. Seid gut gelaunt, selbst wenn es weh tut. Nun gut, Pokémon. Machen wir uns an die heutige Arbeit. Hurra! Katastrophe verhindert. Durch falsche Motivation. Top. Hahaha, es war mir eine große Freude. Mwahaha. Irgendwas an denen kommt mir jedenfalls verdächtig vor. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber wir sollten besser vorsichtig sein. Ah, ihr zwei. Ihr kümmert euch heute um die Jobs an den Infoblättern, einverstanden? Wir zählen auf euch. Das Übliche also. Da bauen sich zwei Fronten auf hier. Okay. Round 1. Fight! So. Was haben wir denn heute? Zweimal Feuchtklippe, einmal Stachelberg, nochmal Stachelberg. Drei Chops in der Wasserfallhöhle. Eine Persifbeere muss ich mitbringen. Gut, ich habe welche. Ein Orangegummi finden und eskortieren. Ich schaue mal bloß ganz kurz, ob wir hier auch Ganoven haben. In U8, Moment mal. Wie weit müsste ich eskortieren? Bis U7, das wird sogar gehen. Die Frage ist, packe ich einen Ganoven in der Wasserfallhöhle jetzt schon? Eine ganz, ganz gute Frage. Also im Moment die drei... Ups. Den wollte ich gar nicht. Ich wollte den da und den da. Also die eskortieren geht noch. Was ist es denn eigentlich für ein Ganove? Steht nicht. Ah, doch, da, Geweiher. Ich krieg die TM Gifthieb. Allein wegen der wird sich das schon fast lohnen. Ich riskier's einfach mal und nimm sie mit. Ich habe gegen Geweiher zumindest einen Typvorteil. Ich muss allerdings Schalellos jetzt aus dem Team rausnehmen, weil
darf bei einer Escort-Mission maximal 3 mitnehmen. Damit der 4. Platz für den zu Eskortierenden da ist. Ich schaue erstmal auf den Pokémon-Platz. Oder auf die nach Schatzstadt, besser gesagt. Wobei das ja auch ein. Nicht einzeln, ich wollte was rausnehmen. Was hast du denn heute für mich? 3 Gummis und 1 Belebersamen. Solange ich noch so knapp im Belebersamen bin, brauche ich den noch. Ich würde jetzt sowieso mal ein bisschen mehr mitnehmen für diese Mission. Ups, falscher Knopf, den da wollte ich. Ich wollte sortieren. Top-Elixier brauche ich nur 1 Schlafsamen. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Die Siemelbeere, lass mal da. Sinelbeeren nehme ich mit. Piersifbeeren reichen 2. Eine zum Mitnehmen und eine so, damit ich die Mission erfüllen kann. Dann. Lass mal alles ein. Ein Chaos-Samen tut auf jeden Fall gut. Und den Flair-Samen nehme ich auch mal mit. Und ich habe hier noch ein Goldgummi. Ja, stimmt, das habe ich ja vorhin durch die Mission bekommen. Ich muss schauen, mein Lager läuft bald mal voll. Bis 96 Plätze habe ich. Ich muss bald mal in den Silberrang aufsteigen, damit ich mehr Zeug tragen kann. Ich nehme alle Belebersamen mit, die ich kriegen kann. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob Dicktree wieder da ist. Ist er sogar. Hallo Dicktree. Ah, du möchtest wissen, warum ich die ganze Zeit über hier bin? Der Grund ist, nun, das Meer. Lehrt uns viele Dinge, tiefgründig und weitreichend zu sein. Ich drücke mich nicht von meiner Arbeit, das ist nicht meine Absicht. Ich bestehe darauf, dass dieser Punkt nicht falsch verstanden wird. O Meer, hör mich an. O Meer, lehre mich. O Meer, verstehe mich. Victory ist komisch. Dann wollen wir doch mal hier wieder reinschauen. Restliches Geld einlagern. Ach, was hast du denn hier noch? Ein Macholo soll ich verhaften. In der Feuchtklippe. Es gibt ein Blaugummi zur Belohnung. Ich nehme den Job mal mit, werden aber nicht ausüben. Für den Fall, dass ich nochmal irgendwann demnächst einen Job für die Feuchtklippe bekomme. Weil ein Blaugummi allein wegen sowas lohnt es sich schon. So. Ich hätte gerne aus diesem Goldgummi einen Drink gemixt. Für mich bitte. Oh, extra IQ. Und ich krieg die IQ-Fähigkeit loyal. Das ist zumindest ein bisschen nützlicher als die letzte.